Kommen wir zu Teil 5 unseres wunderbaren 25 Minuten In-Game mit Sleeping Dogs, dem wunderbaren GTA 5 Killer. So, wir müssen jetzt gegen das Gitter laufen und mit unserem Bus wegfahren. Oh. Auch genannt Feuerwehrwagen. Bus, Feuerwehr. Feuerwehrwagen, Bus. Ich meine, also, ein kleiner Unterschied. Ja, gut, dass ich da nicht weiß. Oder? Ich glaube, der Mann da hinten will dir helfen. Er merkt, dass du hilfsbedürftig bist und möchte dich anweisen, wie du aus dieser misslichen Lage wieder herauskommst. Verdammt. Das ist ein sehr guter Auftakt. Gut, man merkt vielleicht daran, wie sich das Gespielte gerade so auf eurem Bildschirm entfaltet, dass nicht nur ich spiele, sondern die Assistenz zu dem. Aber ich sammle mich. Was für eine Special-Sirene hat denn so ein Feuerwehrwagen normalerweise? Noch so ein doppelte, so ein 5 Megafon? Also so ein bisschen trötet. Trötet? Was halt so ein Feuerwehrauto in der normalen Laufbahn so macht. Ja. Drugbust. You have to get rid of the thug first. Beat him up. I would suggest. What do you think, Mr. Ja, genau das. Das sind dann alle drei mit einem Faustschlag. Das war ein Roundhouse-Kick, mit der Faust. Das war ein Faustschlag. Egal. Und das geht. Und gut aus dem Mann. Ja, wollte er auch. Mach mal hier Griffe. Was ist das? Ja. Schade. Au. Au. Ja. Runter. Es geht mit Wei Chan zugrunde. Wird das unser erster Tod in diesem Let's Play sein? Ne, wir haben schon eine Mission. Wir haben hier so Hello an, wir sind noch nicht gestorben. Oh, das sieht nicht gut aus. Das Herz pochert. Kann er sich noch einmal retten? Es wird spannend, es wird spannend. Oh, der letzte Feind flieht. Puh. Da bist du aber schon. Bist, da ist eine Handtasche. Da ist eine Handtasche. Oh mein Gott, ich sehe sie. Ich mache erstmal diese Polizeimission. Ah, ja, das hatte ich auch schon gesehen. Also, du hast jetzt. Soll ich es dir erklären? Du hast sozusagen vier Plätze für Ziffern und du hast vier Versuche, die verschiedenen Kombinationen dieser vier durchzuprobieren. Und er zeigt dir gleich an, welche Position richtig ist, welche Zahl richtig ist, etc. Also probier erstmal eine Reihenfolge aus, oder eine Zahlenfolge. 1, 2, 3, 4, 5. Zum Beispiel. Das wird auf jeden Fall unterschiedliche Ziffern nehmen. Ja, und wann kommt die 5? Guck mal, jetzt siehst du, die 1 und die 4 sind richtig, aber an der falschen Stelle. Jetzt weißt du schon mal in die Mitte, eins von, vielleicht 1 und 4 in die Mitte, irgendwie, 4, 1 vielleicht, oder so, genau, und jetzt musst du dann den anderen genau, Zahlen ausprobieren, die du noch nicht hattest. Die sind gar nicht da. Also sprich 0 und 0 und... Ja, die sind falsch, das heißt, die sind schon mal 4 und 1, 6... Ah, okay, es geht nochmal höher, okay. 7... 4 Versuche hast du noch? Okay. Achso, die 1 kann jetzt auch am Ende. Die 1 muss ans Ende. Und jetzt hast du alle. 6 und 7 ist auch noch drin. Nur so für euch da draußen. Es ist jetzt mittlerweile 5 vor 1. Es wird schwerer. Ja, aber mit Bravour gemeistert. Ohne Fehlleistung. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Herr Timo? Ja. Von und zu Timo Timusen. So, wir haben eine SMS bekommen. Bitte diese vor. Ich nehme lieber die Tasche. Hätte ich eine Wahl, würde ich es genauso machen.
New Surveillance System. Also du musst jetzt irgendwie das Überwachungssystem der Kamera nutzen. Mit der Handtasche. Das sind ganz so viele Meter dahin, ja. Zu Recht. Und ich hoffe, ich habe die Handtasche nachher auch beim Aufschneiden wieder. Bestimmt. Ich hatte sie vorhin die komplette Verfolgungsjagd hindurch, von dem her denke ich mal, dass das auch schafft, sie am Steuer vom Auto innerhalb zu behalten. Wenn ihr irgendwann mal in Hamburg sein wollt, oder vielleicht sogar ansässig sein, und jemanden so durch Hamburg seht, dann könnt ihr hier mittlerweile wieder einschätzen, wer es sein könnte. Kleiner Tipp. Jahrmarkt, ne? War Jahrmarkt, zum Jahrmarkt. Ja, ja. Oh, und er hat die Tasche. Wichtig, wichtig. Ganz wichtig. Modisches Accessoire, du musst übrigens in deine Wohnung zurückkehren. Mit der Handtasche. Und deine Nachbarn haben gar nichts gegen dich, obwohl du sie vor wenigen Let's Plays noch extrem zermöbelt hast, aber... Genau. Ob mit der Handtasche? Jetzt die Frage. Jetzt wird spannend. Oh. Investigativ, wie wir sind. Vielleicht auch in die Handtasche. Und dann im nächsten Fall so platsch, einmal ins Gesicht. Und? Und? Ich glaube, er hat sie doch. Wird spannend. Ja! Realismus hat einen neuen Namen. Es ist Sleeping Dogs. Nein! Was? Er wirft sie weg. Er kann pinkeln mit einer Tasche in der Hand, aber er kann nicht den Computer bedienen. Schiebung. Liebe Entwickler, wir haben ein ernstes Wörtchen mit euch zu reden. So geht es nicht weit. Nee, guck mal, ich kann hier so Kameras jetzt angucken. Noch nicht. Identify the supplier and have him arrested. Und du kannst mit A auf denjenigen zeigen, der die Drogen dealt. Aber du musst dir sicher sein, dass er die Drogen dealt. Ja. Vielleicht ist es der mit dem roten Kasten über dem Kopf. Ich weiß es nicht, ist nur eine Vermutung. Ein positive ID of suspect. Sherlock Holmes, Sie haben den Fall gelöst. Hervorragend. Ja, das war eine sehr schwierige Aufgabe auf jeden Fall. Herr Bekuntin, wie konnten Sie diesen Fall jetzt gerade lösen? Ich meine, es war einfach nicht offensichtlich, es ist ein Mysterium. Wie haben Sie es gelöst? Er hatte so einen Pfeil auf dem Kopf. Vielleicht war es der. Ah, ich liebe Videospiele. Das ist alles so einfach. So, ab. Die Tasche. Weißt du, wenn meine Steuererklärung so einfach wäre, so die Felder, die ich ausfüllen muss mit so einem roten, das sind sie meistens. Meistens am Ende von meiner Steuererklärung kommt so ein rotes Pfeilchen raus. Nur weil ich auf meine komische Biografie geguckt habe, schmeißt er seine. Wer Nein! war ich nochmal? Wo ist sie hin? Sie ist verschwunden. Die Tasche ist weg, verdammt. Timo, ich bin traurig. Ja. Ich weine auch. Was haben wir denn hier? Ich ertränke meine Trauer jetzt in Gerst. In gelbstichig. Gelbstichig. Bam. Gerstensaft. Das interessiert ihn nicht. Er probiert lieber wieder seine Nachbarn. Guck mal. Sag mal, wie gehst du eigentlich mit WG-Kollegen um? Genau so. Gut. Genau so. Ich wohne bald mit ihm in einer WG. Falls es mich nicht mehr lange bei Ingame geben sollte, jetzt wisst ihr warum. Hilfe. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dann muss ich erstmal jemand wegkriegen. Wahrscheinlich irgendwann wache ich auf und über mir im Bett steht dann Timo, Wut in Brand. Ja, fuck! Irgendwie. Nicht mehr zu tun? Irgendwie war gerade so die Karte. Drück mal Selecte nochmal für ihn. Nee, ich hole mir jetzt erstmal. Achso. Einen herbalen Tee. Oh. Der hilft bestimmt. Gegen Aggression. Was ist da drin? Oh, Schadensreduzierung. Das Schadensreduzierung. Ja. Das hilft gegen Aggression. Ja, ich werde jetzt mal so... Schauen Sie doch nochmal auf die Karte. Da muss doch bestimmt noch etwas zu tun sein. Call Tang. Du hast noch ein Objective offen. Ich soll Tang callen. Wieso sagt mir das denn keiner? Call Tang with a telephone, please. Contacts? Nein, ja. Wer lesen kann, ist da. Lese ich doch noch mal kurz meine Biografie. Wer war ich, du gleich?
Fang Shan is down. Popstar will have to reach out to another supplier. I'm thinking we bag them both at once. I agree. Now, if I'm gonna get close to him, I'm gonna need a good disguise. Can you have your people send something over? All right. Keep me informed. Got it. Also, okay, also du hast gerade erst die Mission erledigt mit dieser Surveillance-Kamera. Und? Wir steigen im Ansehen mit der Polizei. Level 1! Und ein Upgrade. Was gibt's denn hier? Slim Jim. Ja, ne, das ist doch mal. Magst du mal gerade hier RB drücken? Was gibt's da noch? Oben RB, noch ein, das war Triade. Nahkampf. Womit schaltet man das frei? Statues to return. Ah, ja, ich glaube, nachher gibt es noch ein Dojo. Und Face Advantages. Haben wir auch noch. Nicht schlecht. Und das letzte? Health Upgrades. Okay, das sind die Schreine. Ah, okay. Sehr cool. Also, es gibt ein wenig was zu tun. Bei Sleeping Dogs. Oh, dann gehen wir mal gleich wieder nach hinten. Ach, Happy End oder was? Happy End. Achso, ich dachte, da wäre eine Massage gewesen. Masachi, but don't touchy. Was zur Hölle? Sagen Sie das immer, wenn du zur Massage gehst? Ja, das sag ich. Sorry, ja, Masachi, Masachi, but don't touchy. Herrlich. Dieser Einblick in die Welt ist Timo B. Excuse me, do you speak English? I like to think so. Not enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh, Yeah, I speak English. I kind of guessed. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. I can give you a ride. Okay, that'd be really great. My name's Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm way. Kann man es noch offensichtlicher sagen? Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Pick up your motorcycle. What can I do for you? No. Zeig dir mal, was du für einen geilen Schlitten hast. So what brings you to Hong Kong? Yeah, you thinking of becoming Chinese? No, I just finished college, and I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life. Bam, bam. Geil. How's that going? Ich weiß schon, was es in diesem Club gibt. Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress. So this is the Bam Bam Club. Das war back home, I saw a restaurant that looked a little bit like this. Kotze. Don't let the locals hear you say that. Well... I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front yet. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? You got it all figured out? Oh, yes, I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. What are you doing? What are you doing? Umdrehen. Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street. Always buckle your seatbelt. Es tut uns leid. Nope. Kannst du mal hier ist das in der Ecke. Das können wir uns merken, oder? Ja, ich glaube, ja. Direkt neben der Massage. Außer wenn sie sich. Außer wenn sie sich jetzt gleich wieder dazu entschließen, doch wieder irgendwo anders zu fahren. Das ist ganz schön mit der Welt. Steht auf dich, wie du brutal Menschen überfährst. Wer nicht, wer nicht. Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for, what was it, Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Sightseeing. Ja, nichts mehr. Ich mach das ja auch. Überall an Ecken. Leute ermorden, indem du sie überfährst.
dann nachher noch so eine soziale Interaktionsgedöse kommen wie bei GTA 5. Isn't this school supposed to be in a temple? Dann ist es nämlich kein GTA 5 Killer mehr. Offiziell. Ja. Oh. Ja. Du, so. Also ein paar Leute verprügeln für sie. Ja, aber ein bisschen zeigen, was er drauf hat, der Gute. Can I help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah, it said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwan. I used to be your student. I'm Wei, Wei Shen. Yes. The one who went to America. So you brought this girl back with you. Your skill level with girls, very good. Now time to assess your skill level in Kung Fu. Prügeln Sie sich jetzt im Duo? Prügeln, ja. Ja, siehst du? To lock onto C. Mit L, genau. Und mit. Ich glaube, wir müssen erst die anderen kaputt hauen und dann ihn. Genau. Das sah schon gar nicht schlecht aus. I see time in America has rusted your skills. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Polieren. Na, welcher Film? Apparently it's rusted your concentration. Matt. Fast. Verlinkt den Film übrigens. Ich sollte mir nicht so viel Arbeit machen. Television? Was lernst du jetzt gerade aus dieser Disziplin? Autsch. All men must lose sometimes. Not to American tourists. Hey. Schau, du findest keine Energie. Your shame is glorious. Schon cool, ne? I try to steer them in the nicht, right so eine normale Lehrstunde aussieht. Especially the younger ones. But they all want to be Songong Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion. And pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. The Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student. Corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiance. What? Okay, yeah. That was fun. What do you want to do now? Oh, I need to get home, but I will definitely call you later. Okay. War eher so unser Dojo, bei dem sie angefangen haben. Das FKK-Dojo. Du hast irgendwelche Attacken gelernt. Ich hab eine Mücke vorm Gesicht. Na, wir gehen da erstmal nicht rein, oder?
Mir ist es egal, du bist dran. Go for it. Ich bin für eine Nebenmission. Top Bam Bam oder eine Ich bin für eine Nebenmission. Clothing Store. Ne, daneben war noch eine. Ich glaube, du bist bei uns versehen. Ja. Tings T-Shirt. Das hört sich doch mal an. Nee. Ja, es wird nicht alt. Ist ja nicht so, als würden wir das hier schon irgendwie zwei Stunden lang machen. Nein. Auch in der dritten macht es noch Spaß, einfach Leuten das Motorrad ins Gesicht zu bringen. Da war die Frau. Die du wahrscheinlich mit überfahren hast. Nee, nicht. Das macht total auch viel Spaß. So, how's business? Not very good. Du bist leicht zufriedenzustellen, Alter. Shirts are just too boring. Ich kann Leute ins Gesicht springen. Hey, yes. Can you help me get some new design? I want to do a landscape series. Really capture what's cool about the city. Yeah, sure. Give me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Got it. Und auf zum Atem. Muss ich das jetzt auch verlinken? Ich hoffe nicht. Simpsons, oder? Ja, Simpsons. Jetzt muss ich es verlinken. Ich dachte gerade, das ist ein Handy, das ist ein Kind. Das ist die Musik aus dem Spiel. Also, das ist mal ein... So bremst man heutzutage? Irgendwann stoppt das Motorrad schon. Laufen wir mal hier hoch. Im Hechtschritt. So wie sich das für einen Karateka-Lehrmeister-Dings gehört. Entschuldigung. Oh, ich sehe einen Tempel links. Weißt du, wo der andere war? Achso. So ein Tempel-Ding hast du gesehen. Ja, da hinten. So, Fotografie. Oben und LT drücken. Steht da oben. Drückt. Da ist eine Statue. So ein komischer Design. Da ist eine Statue. Ja. Also, bam. Dann ne, sammelt die gleich mal ein. Sehr schön. Statue Collectible Found. Oh, nein. Seil ziehen? Nein. Nur Glocke bimmeln, meinst du, oder? Das ist die Glocke? Ich wüsste nicht, wohin sowas sonst führt. Oder? Ja. Bestimmt irgendwas. Genau. So, wo war die? Keine Ahnung. Nicht hier. Ach, oh. Hast du die gesehen? Nein, oh, das ich dachte, du hast sie gesehen. Nein, ich meinte das drin im Tempel. Nein, ich meinte die vorhin an der Straße. Ach so, ich dachte, du hast sie gesehen. Ja. Es war Eingebung. Es war Intuition. Ich kann nichts dafür. Aber der Ort sieht hier ganz schick aus. Ja. Was sagst du denn so generell? Wir sind ja so ein bisschen auch am Testen nebenbei. So grafisch. Ja, hat schon echt seine Feinheiten. Sieht ganz nett aus auf jeden Fall. Ja. Ich finde das so die Texturierung von den Charakteren irgendwie ganz cool. So die eben gerade nach dem Dojo-Kampf, wie sie geschwitzt haben und so, ist schon ganz nett. Und wenn er ein bisschen blutverschmiert ist, sieht schon ganz fein aus. Auch wenn die Gesichtsanimationen ein bisschen... Ja, in den Animationen hapert es ein bisschen, aber... Es ist nicht ganz so schlimm, weil es auch auf jeden Fall sehr viel Spaß macht, besonders irgendwelche Leute. Oh, das ist ja nicht so. Vollen Mönch! Du kennst auch wirklich keine Skrupel. Keine Scham. So, das war genau das. Das geht noch weiter. Das geht noch weiter. Aber, ja, aber. Frontal mit dem Bus, aber hält er aus. Ja, mach mal. Deine Bremsmethode ist sehr ausgereift. Und wir haben jetzt irgendwas bekommen. Health, mehr Energie. Freust du dich denn nicht? Freust du dich denn nicht? Ich möchte jetzt ein freudiges Schreien in die Kamera. Ja, wir haben mehr Leben! Gut. Ich sage jetzt nicht unbedingt freudig. Ein bisschen angepisst. Aber wir lassen es gehen. Ja, das war's mal wieder. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.